Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem Part Resistance 2. Ich bin es euer Smurfix und wir werden erstmal Eiskalt beballern. Ich kann ja nirgendwo in Deckung gehen. Sehr schön. Ja, Leute, beim letzten Mal. Ist da eine Drohne über uns? Nee, nur irgendwelche Alien-Schiffe. Ach, gut, alles gut. Das war knapp. Ach so, das ist ein Sentry, oder? Fies, Leute. Ah! Gar nicht geil, Leute. Gar nicht geil. So, wir hüpfen jetzt erstmal runter. Laufen, 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 laufen und gehen erstmal in Deckung. Ja, Leute, beim letzten Mal haben wir uns hier durch den Wald durchgeschlagen, Leute, nachdem wir hier der einzige Überlebende unseres Teams sind. Und runter in Deckung. Und noch besser wurde es, wir wurden letztes Mal von so Viechern angegriffen, die sich unsichtbar machen können. Wir werden nun von den coolen Dingern hier angegriffen, Leute. Es läuft richtig, gell? So, hier seht ihr auch hier endlich mal die geile Funktion des Bohrers, Leute. Nämlich der ist um einiges besser sind noch in Resistance 1. Wir sehen jetzt hier nämlich wirklich die Gegner durch die Deckung. Ihr kennt ja den Bohrer, kann man einfach hier locker flockig durch die Wand schießen. Und jetzt sieht man auch die Gegner dahinter. Also, jetzt ist es nicht so wie in Resistance 1, wo man einfach Glückstreffer haben musste, um hier jemanden vernünftig zu treffen. So, hinter dich kannst du nicht schießen, oder? Kann ich den übernehmen? Schade, ich hätte ihn ehrlich gesagt selbst gerne benutzt, aber man kann hier alles haben. So. Alles gut? Kein Gegner? Sehr schön. Dann machen wir jetzt erstmal weiter hier. Wir räumen hier einfach mal hier alle Bestien, die uns im Weg kommen, hier auf. Was natürlich ganz viele sind. Ich freue mich natürlich auch, wenn unsere coolen Unsichtbar-Freunde hier wieder kommen, Leute. Oh, dann wird's richtig cool, Leute. Dann werde ich richtig wieder Spaß haben und werde richtig lustig wieder. Wo geht's hier denn weiter? Wäre ich zufällig von hinten beschossen, fällt mir ganz auf. So. Bam. 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 Ey, die Magnum ist so geil, Leute. Bam. Oh nein. Oh nein. Das ist jetzt aber nicht unser Gegner, oder? Gegner mit Schutzschild. Hammer geil. Alter, hört auf mich alle so zuzulaufen. Schild. Rette mich. Oh Leute, zum Glück hatte ich die Sekundärfunktion von dem Schild, Leute. Ey. Das Ding ist ja Wunderseite, oder? Hammer! Hammer! Okay, Leute, es war aber trotzdem ganz schön knapp, Leute. Ey, das Ding gab so richtig. Moment, Leute. Ich hier in der Ecke und dann auf einmal mit letzter Kraft mache ich noch meine beiden Schilder, damit ich irgendwie gerettet werde. Und ja, Leute. Ah, ich liebe dich, Schiffi. Du bist der Coolste. Dann räum mal auf. Hier, so, ich verballere noch meinen letzten Schuss mit der Magnum. Also ich sehe da immer noch Gegner. Ich wollte nur angemerkt haben, aber egal. Bam. Dann packen wir die Marksman ein. So, nee, lieber hätte ich ehrlich gesagt einen Bullseye. Bullseye? Komm, hier liegt doch. Ach, hier liegen 30 Bässchen und er wird natürlich immer einen Bullseye haben. Und okay, also wir haben jetzt auch gesehen, wie geil der Border ist. Die Sekundärfunktion des Borders ist, dass er also ein Schild projizieren kann, wo wir nicht angegriffen werden können, außer durch Borderschüsse. Also echt eine ganz geile Waffe, wirklich. So. Komm, schön durchlaufen. Alles wird gut. Lagebericht. Wie wär's mit Scheiße? Die Flak zeigt keine Wirkung und es kommen mehr Bestien, als wir Munition haben. Hawthorne, haben Sie C4 im Konvoi? Yes, Sir. Einige Demo-Kits. Aber was bringt uns das? Wir packen einfach alles in einen Senkrechtstarter und fliegen rein. Schluss mit dem Sektion 8 Scheiß, Corporal. Die Sprengladungen müssen innen angebracht werden. Ohne. Können Sie eins Ihrer Shuttles fliegen? Ist das Ihr Ernst? Okay. Los geht's. Ey, schau euch mal Capelli an mit seiner fetten Minigun da. Der ist cool drauf. So, was ich ein bisschen dumm finde irgendwie, ich weiß auch nicht, was das ist, aber jeder Spruch, den Hale sagt, ist immer ein Funkspruch. Ich meine, der Typ steht einen Meter von ihm weg und Funkspruch. So. Bam. Beam. Oh nein, da kommt irgendwas Großes. So. Wartet. Zack. Trickshot. Ey, Leute, wenn das kein Trickshot ist, Leute, wenn das kein Trickshot ist. Sieg, Leute. So geil. So, wartet, ich verballe hier nochmal schön meine Munition mit dem und dann hebe ich mir den Karabiner hier auf. So, wenn ich davon nicht sterbe, natürlich. Was ganz gut der Fall sein könnte. Komm schon.
Cool, okay. Das war knapp. Noch eine Bestie, noch eine Bestie, noch eine Bestie. Alter. Hört auf! Hört auf! Ihr nervt mich gerade. So, ihr seid einfach zu viele. So, Granate. Aufpassen. So. Weg. Da. Verdammte Viecher. So, und dann du noch als letzter. So, keine Muni mehr. Sehr gut. Dann nehmen wir jetzt den Karabiner hier mit. Der lag doch hier. Yo, jetzt geht's wieder ab, Leute. So, unsere Kameraden laufen da schon hier fröhlich munter nach vorne. Ich würde sagen, folgen wir einfach mal. So. Bohrer, Bohrer, Bohrer. Komm. Zeig mir, wo die Kleinen sind. Ich glaube, das sind keine Kleinen. So. Zack. So geil, auch wie sie alle markiert werden. Ach, Leute. Der Bohrer ist echt um einiges effektiver geworden als hier noch in Resistance 1. In Resistance 1 fand ich den wirklich nicht so geil. Aber hier ist er wirklich sehr geil. So. Einfach hier machen wir den alle, ohne ihn überhaupt mal zu sehen. Ach, wir sind so gut, Leute. So, weg, weg. Ja, komm, ich lauf da schon. Okay, Leute, ein Alien-Schiff werden wir nun kapern. Weg da. Ja, zwei von ihnen. In deinen Träumen. Könnt ihr schön selbst machen. Könnt ihr ganz schön selbst machen. Hab gar keinen Bock drauf. Nein, 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 nein. Jetzt aber mit diesen Mann. Laufen einfach eiskalt beide auf mich, Mann. Flack, schieß auf die. Alter, Leute, das ist doch unfair. Also, komm schon. Puh, sehe ich schon. Ist schon echt geil, Leute. Zwei Kolosse, vier Teamkollegen. Wir laufen auf den. Der sieht gefährlich aus. Oh, geilster Tod ever. Ich hätte mir aber nicht vernünftig wehren können, weil mit dem Bohrer, der ist halt für so Standardbestien da, aber auch nicht gegen solche Viecher. Wie unfair einfach, ganz ehrlich, Leute. So. Machen wir es halt nochmal. Kein Problem. Was siehst du? Ich sehe gar nichts. So. Weil die kommen jetzt erst wieder, wenn ich rauslaufe. Ich wette drauf. So. Aber es kommen schon die nächsten verdammten Bestien mal. Ja, jetzt kommen die Laserstrahler-Typen nämlich. So, komm schon. Ja, geil und keine Muni mehr. Lad nach. Lad nach, Spacken. Lad nach, Spacken. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich sehe nur noch blutrot hier überall. So, ich habe keine Muni mehr hier mit dem Border. Dann nehmen wir die Magnum mit. Buh, Leute, das war knapp. Kerze Sekundärmunition verballert hier. Alle unsere guten Granaten. Was bist du denn hier? Kleiner Stinker hier. So. Leute, das war eindeutig zu knapp. So, die sind ja hier schon voll aktiv dabei. Sorry, kommt doch schon, ich laufe hier. Ich werde hier leider von den großen Männern angegriffen. Das dauert ein bisschen länger. So, natürlich, ich darf als erstes reingehen. Ich finde es so nett von euch, Leute. So sympathisch seid ihr alle. So, doch alle. Bam, Magnum. Gut, mit der Magnum muss... Wurscht? Ach, verdammt. Okay. Wenn man Bloody Screen hat, sollte man trotzdem mit Deckung gehen. Ist cool, das ist an der Magnum. Du musst nicht mehr treffen. Du kannst auch einfach mal daneben schießen und dann lässt es sich einfach explodieren. Ah, die Magnum ist so geil, Leute. Die Magnum ist so geil. Die Magnum ist so super. Und ich glaube, die Magnum... Ich war, bin mir gerade echt nicht mehr sicher, aber die gab es in Resistance 1. Ich weiß es zwar gerade nicht auf 1000%, aber ich bin mir fast sicher. So, Warning, mir das Make. Ich mach das schon. Hail, du auch. Nicht, ich bin Hail. Ich meine, Capelli. So. Wo seid ihr? Dün? Oh, jetzt hätte ich gerne meinen Border noch. Der wird sich hier echt... Oh, apropos Border. Ich glaube, da hat ein Gegner einen Border. Geh in Deckung, 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 geh in Deckung. Oh nein. What the? What? Erstens... Ach, da war einer neben mir. Was hat da auf einmal Capelli gehabt, Mann? Alter, Leute. Der hat einfach so ein krasses Schutzschild. Warum habe ich sowas nicht? Alle Leute haben immer geile Gadgets und ich, ich kann mich hier mit meinem Standardzeug hier rumhauen. Ich meine, ich bin doch hier der Bestientyp, dachte ich. Warum? Warum hab ich nicht so geile Moves drauf? Alter, so, ein bisschen muss man schon in die Richtung der Gegner schießen. Lass es explodieren, Mann! Ey, Leute! Das ist doch behindert!
Ja, ich bin tot. Zum dritten Mal dieser gleiche Stellmann. Meine Schuhgelege schießt einfach immer nach vorne, hinter ihnen sind Gegner. Ja. Und meine verdammte Magnum, Mann. Die ist zwar geil, aber sie hat nur 6 Schuss. Und wenn da 8 Gegner kommen und nur 6 Schuss hat, dann ist es ein bisschen nicht so optimal. So. Einmal noch. Aller guten Dinge sind, ich glaube, das ist der dritte Versuch. Ich sag jetzt einfach, das ist der dritte. Der ist einfach alle schon wieder eiskalt auf mich laufen. Schnell nachladen. Haut ab, Mann! Geh doch meine Teamkollegen, Typen! So. Das ist ja richtig. Ja, da sehen wir die Bohrerschüsse. So, das ist Capelli aber mit dem Schild, oder? Bilde ich mir jetzt nicht ein. So, nimm jetzt die Rossmann mit. Oder auch nicht. Ja, weil ihr mich dann covert, oder? Lustig. So, wo ist denn meine Magnum wieder? So, dann mache ich erstmal die da oben noch fertig mit den restlichen Schüssen hier. So, jetzt ob wir beide erwischt haben da oben. Da nehmen wir jetzt die Rosmo mit. Oder auch nicht. Denn da ist noch ein kleiner süßer Schnuggele. Schnuggele! Alter! Ich jetzt nicht gerade, aber richtig hier. So, lass mal nochmal seine Leiche explodieren und das passt jetzt. So, Rosmo mitgenommen. Das explodiert fast, hat zur Sicherheit schon mal kaputt geschossen, bevor es hier auf mir explodiert. So, das hinter mir, das Explosiv fast einfach mal ignoriert, weil da warten wir, bis ein Gegner drauf schießt und ich mich ärgere, weil ich instant sterbe. Oh, die explodieren die Viecher ja einfach mal. So, nehmen wir mal schon mal einen Checkpoint hier. So, lief ja alles wie am Schnürchen. Mal abgesehen davon, dass ich zehnmal gestorben bin. So, und da schon wieder 1000 Drohnen kommen. Diese Drohnen, Mann, die kamen noch nicht so zahlreich in Resist 19 vor. Bin mir sicher, Leute. Bin mir ganz sicher. So, 20% sicher. So, Schlachtfeld. Ja, ich bin schon runtergegangen, bevor die irgendwas gesagt haben. War ja eh klar, dass ich das sein kann. So, da ist schon wieder so ein Strahlemann. Das kann man nicht mal kaputt schießen, verdammte Ding, Mann. So. Ja, bin mir sicher, dass ihr es voll toll hinbekommt. Ich habe so ein großes Vertrauen in euch. Ihr seid die Besten, ihr seid die Elite. Und Sarkasmus ist etwas, was ich nicht kenne. So. Oh, hallo Geschütz. Kann ich dich irgendwie ausschalten? Nee, scheint mir erstmal... Doch, da. Weg da. So, erstes Geschütz aus. Jetzt habe ich irgendwas gemacht, was ich nicht machen wollte. Zum Beispiel was... Verdammt. Verdammte Bullseye, Mann. Ja, klar, Mann. Es ist so unfair, Mann. Jetzt, es ist so schlimm, Mann. Gerade so wenig Platz in diesen Arealen und die Gegner werden immer größer. So geil einfach. Koloss steht einfach mal 3 Meter neben mir. Ja, klar, mach dir mal alle hier im Simafex. Ja. Kein Problem. Müsste es irgendwie schaffen, die Gegner auszuschalten und dann erst runterzugehen. Ja, wenn ich da runtergehe, sterbe ich, mein Kumpel. So, ich kümmere mich erstmal um die. Hier habe ich ja schön Zeit, weil hier kann mich ja keiner von den Gegnern angreifen. Und dann gehen wir erst runter. Weil am besten Fall schaffen wir es, alle Gegner zu töten, bis auf den Großen. Ich glaube, der erscheint erst, wenn wir da unten sind. Und den machen wir dann halt... Alter, ich sterbe sogar hier. Die HP-Regeneration ist schon echt langsam. Das ist jetzt kein Kritikpunkt, das fällt mir immer nur so ein bisschen auf. Also, in anderen Spielen ist sie deutlich... schneller. Fällt mir, also das, wie gesagt, das ist kein negativer Punkt. Ich meine, schnelle HP-Regeneration ist ja echt was nerven kann. Weil das Spiel zu leicht werden. Leicht werden. Weil Spiel, also was ich sagen wollte, sie werden viel zu schnell, werden sie dann zu leicht. Und das wollen wir hier nicht. Es fällt mir halt wirklich nur auf. Also beispielsweise Resistance hat man deutlich schnellere HP-Regeneration hier. So. Aber man sieht auch, Resistance 2. Um es auch mal zu sagen, würde auch nicht funktionieren mit HP-Dinger, ohne HP-Dinger, Leute. Also, wenn man Resistance 2 wirklich hier Medikit hat, Leute, das würde nicht funktionieren. Also, einfach wie das Spiel hier designt ist. Also, natürlich ist das Spiel ist darauf aufgebaut, ist logisch, aber man, also, es würde jetzt auch wirklich, wenn es eben keine HP-Dinger hat, würde es halt einfach nicht funktionieren. So, einfach ist das.
weil man hier einfach viel zu viele Gegner hat. Also, ich sag jetzt mal, Resistance 1 hatten wir am Ende auch zu viele Gegner, aber Resistance 1 war ja auch das Ende einfach nur frustrierend. Und hier fällt einem das auch immer wieder auf. So, und hier sind halt immer zu viele Gegner. Das war das, was ich hinaus wollte. So. Wie hoch ist die Chance, dass es dich tot ist? Nicht so hoch, oder? Leute, 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 Leute. Ah, Schiff! Weg da! Jeder will sich selbst, Penner! Echo an Kommando, wir sind soweit. Roger, Echo. Aufteilen und das Schiff nach Infos durchsuchen, bevor sie die Ladungen zünden. Verstanden. Okay, los geht's. Warum seid ihr da oben und nicht da unten? Können wir nicht Zweierteams bilden? Nö, 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 du schaust es schon, hey. Ich frag mich, wie das bei der Lagebesprechung war. Okay, ihr geht zu dritt und ich gehe alleine. Warum sollst du alleine gehen? Das ist gefährlich, verdammt nochmal. Aber ich gehe alleine. Warum? Weil ich alleine gehe, lasst mich alle in Ruhe. Was ist denn das, Leute? Wir sind vier Leute. Zweierteams würden so viel Sinn ergeben. Aber nee. Wir machen das auf die coole Art, auf die Art, wo wir oft sterben werden. Ich würde sagen, das ist ein guter Plan und deswegen machen wir beim nächsten Mal so weiter mit Resistance 2. Bis dahin, haut rein und auf Wiedersehen.